Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil in The Long Dark. Was gab es nicht für Kommentare nach dem letzten Teil? Ich habe das natürlich alles ganz genau durchgelesen. Das Auto hätte noch einen Kofferraum gehabt und ich hätte doch das Messer irgendwie liegen lassen an der Werkbank. Ehrlich gesagt war ich mir dessen gar nicht bewusst, denn ich habe es doch eigentlich hier im Inventar. Da ist das Jagdmesser, ich habe es nicht liegen lassen. Ich wüsste auch gar nicht, wie das geht, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ich bin ja immer für Feedback offen. Und ich lese mir alles durch und mein Gott, mir unterlaufen natürlich auch Fehler. So, hier sind wir in der kleinen Hütte gewesen. Oh Mann. Oh, der hat mich schon erspäht. Oh fuck. Keine Leuchtfackeln im Inventar, das ist nicht gut. Boah, geht's steil runter. Nichts brechen jetzt. Scheiße, Knöchel verstaucht. Oh, der Wolf kommt immer noch mit. Ich fasse es nicht. Das ist nicht gut. Okay. Ich hoffe, dass ich es irgendwie hinbekomme. Ich hab's geschafft. Blutverlust. Okay. Zustand 16%. Risiko einer Wundinfektion. Dann gucken wir schnell Erste Hilfe nach. Gegenstand benötigt Mullbinde. Tut weh, ja, ist ja gut. Also, wir benötigen erstmal hier oben einfach nur eine, das ist doch hier eine Binde, oder? Ja, Verband anlegen. Schon mal gut, was benötigen wir hier? Das ist, glaube ich, ja, ja, weg damit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oh Mann, haben wir nicht da, okay. Und hier benötigen wir Antiseptikum. Verwenden wir doch mal. Von einem Liter ist wie viel noch über? 100 Milliliter, okay. Ich habe halt jetzt nur dummerweise eine verringerte Beweglichkeit. Was jetzt erstmal für den Moment nicht so wild ist. Temperatur ist auch noch okay. Aber ich wollte eben schnell flüchten vor diesem Wolf. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht so genau. I'll make it. Wo ich hin wollte. Ach, da hinten ist noch eine Hütte. Da wird ja immer langsamer hier, der Kollege. Kalorien habe ich noch 740. Komm, Junge, lauf ein bisschen schneller, ey. Lauf ein bisschen schneller. Verdammte Axt. In die Hütte. Vier Stunden müsste ich mich ausruhen, damit es von alleine heilt. Da werde ich davor aber was essen müssen und dann lege ich mich hin. Und dann ist es aber auch dummerweise abends um 8. Und ich habe die Fackel nicht mehr. Ich Idiot. Vielleicht ist aber hier eine Fackel drin. Was liegt hier? Nichts. Okay, wir machen die Tür auf und gucken mal, was dahinter ist. Puh, sieht relativ leer aus. Unterm Bett ist nichts. Zeitung. Dose Sardinen. Spitzenpfirsiche. Heieiei. Hier kann ich auch kein Feuer machen. Hier ist noch ein Spind. Da ist nichts drin, ey Leute. Komm, irgendwas. Zunderbündel ist nicht so verkehrt. Und Stoff, okay. Fürs Feuer machen ist es nicht verkehrt. Für meine Probleme ist es ein bisschen schwieriger. Okay, dann werde ich erstmal schauen, was ich vielleicht essen kann erstmal. Nicht die beste Qualität. Ich hoffe mal nicht, dass ich da irgendwie mir was hole damit. So, dann hätten wir hier noch Altholz, nee. Werkzeug. Oh, Kinder, ey.
essen. Gut, und jetzt will er noch irgendwas trinken, aber ich habe, glaube ich, gar nicht mehr. Eine schlechte Qualität, das ist eine Tomatensuppe, das kann ich auch nicht. Aber hier, Traumlimo, trinken. Okay. Ich glaube, jetzt bin ich vom Wert her so, dass ich mich 4 Stunden schlafen legen kann. Wenn das noch benötigt wird. 4 auf 4 Stunden, dann machen wir. Moment. 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Ausruhen. Danach müsste ich wieder topfit sein. Aber es ist dann halt auch dunkel schon. Oder zumindest, wir sind im Bereich der... Naja, wird schon dunkel sein, bin ich mir relativ sicher. Zustand 27%, aber ich bin erstmal wieder kerngesund. Keine Leiden. Okay, Leute. Oh, aber windig ist es, oder? Oh, es war nicht schlecht windig. Ich sehe auch hier nichts, ne, so. Boah, da pfeift es einem um die Ohren. Fuck, fuck, fuck. Schon wieder ein Wolf. Wo ist das Haus? Oh nee. Ich bin schon wieder tot. Das ist echt erbärmlich. 14 Stunden 31 Minuten. Boah, gut. Nächste Folge ist dann leider dann ein neuer Versuch. The Long Dark. Mit dem unfähigen Conny. Vielleicht hat es dir ja trotzdem gefallen. Dann abonniert mich gerne oder unterstützt mich bei Patreon. Den Link dazu gibt es in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Nein!